ist das schwierig, auf eineinhalb großen Maßrähmchen zu arbeiten, umzustellen, sich leichter zu machen. Hier habt ihr ein Beispiel, was ich damals mir angeschafft habe. Das ist Heroldbeute, die ist gut geeignet wahrscheinlich für 10 Zanderrähmchen, aber für 12 Deutsch-Normal-Rähmchen fand ich das nicht praktisch. Ich habe einiges experimentiert am Boden, am Drehen, und letzten Herbst habe ich die Zagen jetzt umgerüstet für 1,5 Maß-Rähmchen. Und zwar, es ist ganz einfach, man geht hin, macht einen Holzrahmen, setzt den von unten an, dass er in die Fassung reinpasst, wo vom Heroldbeute da ist, und schon hat man eine Verlängerung für 1,5 Deutsch normal. Man muss ein paar Schrauben benutzen, ein paar Lochbleche. Wie ihr hier seht, habe ich Schrankscharniere benutzt und einige Teile von den Betten, aber es funktioniert. Die Beuten sind bei mir jetzt in Gebrauch. Ich fand sie nicht praktisch, naja, jetzt sind die halt bei mir in der Benutzung. Auch hier könnt ihr vielleicht sehen, vielleicht finde ich hier jetzt, wo ich zeigen kann, ja, hier glaube ich, ist auch 1,5 Maß Volk, wo sitzt. Da habe ich auch von unten was angeschraubt und verlängert praktisch nach unten, zusammengezogen. Hier habt ihr eine Zage für Normalmaß umgewandelt auf 1,5 Maß. Was ich wichtig finde, ist Flugloch für die Bienen, wie hier jetzt zum Beispiel. Unten habt ihr Gitter angebracht, oben habt ihr Fluglöcher. Die Bienen benutzen gern zum Rausfliegen, zum sich verändern. Es ist sehr praktisch. Wie hier seht ihr, sie kommen wieder rein. Sie nutzen dann jede Gelegenheit, wenn es ein bisschen scheint, rauszufliegen und wieder reinzukehren. Da hat sich ein bisschen verschoben. Mache ich jetzt zurück. Das war's, was ich heute euch zeigen wollte. Bleibt alle gesund.